Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Asche und Orkan Che sind am Start mit einer neuen Folge von 1 Live, ja, dem Talk von Asche. Diesmal nicht mit Kollega, sondern mit Videograf und Regie-Meisterling. Orkan Che, unter anderem bekannt für sein, meiner Meinung nach, bestes Meisterwerk Bogota. Hier geht es um verschiedene Themen, unter anderem um Japanreise, GTA 6 und Beef mit BBM. Da würde ich doch sagen, Beef mit BBM, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns hier interessiert. Dann haben wir natürlich ein Thema, was uns beide krass verbindet, das Deutschrap. Wir waren jetzt ja nicht umsonst zusammen. Ich hab vorhin wieder diese Beef-Dings, Alter, diese eine Seite. Ist das aus Japan oder ist das aus Deutschland? Jetzt ist die Frage, ne? Weiß ich nicht, ob die extra hier Effekt-Dosen mit nach Japan genommen haben. Das wäre schon wild, Digga. Dann sagt die eine Seite so, da kommt das raus. Also Asche ist auf jeden Fall, glaube ich, zurück in Deutschland, soweit ich das mitbekommen habe. Heißt, dieser Talk könnte auch super aktuell sein, ne? Also mich schockt das immer wieder. Du bist ja auch voll oft in irgendwelche Beefs irgendwie integriert, Alter. Was war denn dein letzter Beef? Was war der letzte Asche-Beef? Die Frage, ne? Die Liste ist lang, Digga. Wir haben es jetzt auch, glaube ich, 2-3 Monate nicht gesehen. Ja, also mein letzter Beef, so, ich weiß nicht, ob man das Beef nennen kann. 2-3 Monate nicht gesehen, aber die sind ja beide in Japan. Das heißt, was auch sein könnte, ist, dass die das schon davor abgedreht haben. Vielleicht haben die mehrere Folgen gedreht und das ist jetzt die erste. Also das letzte Mal, wo ich so angegangen wurde, war ja von den Jungs. Oh, wo ich so angegangen wurde, ist geil. Und zwar, welcher Song wird jetzt hier genannt? Natürlich, der Smash It Brat Zabrata aus dem Erfolgslabel BBM, meine Freunde. Da sind nämlich drauf vereint gewesen die Fantastischen Vier. Senza Yuri, ne, die mit ihrem Smash It Album Bratans with Attitude dieses Jahr alles auseinandergenommen haben. Vereint mit dem Labelboss San Diego und dann auch dem Neuankömmling im Label Mois. Genau, und auf seinen Part hat ja dann der Neuankömmling Mois auch ordentlich ausgeteilt. Ne, da gab es ja dann ein Diss nach dem nächsten, unter anderem auch gegen Ashkobar. Was natürlich auch die Fans ein bisschen verwundert hat, denn Ashkobar und Yuri haben ja im Jahr davor mehrere geile Tracks gemacht, wo die Fans auch schon gesagt haben, ey, Collabo-Album wäre geil zwischen euch beiden, das harmoniert voll gut. War da noch drauf, Animus und NRW kenne ich nur aus Assassin's Creed. Da weiß ich bis heute nicht, ob den alle verstanden haben. Weil das war, also meiner Meinung nach, Anwärter des Jahres für die Line des Jahres. Mois rappte auf dem Song Animus und NRW kenne ich nur aus Assassin's Creed. Animus aus Assassin's Creed sollte klar sein, ja. Ist ja so mit der Main Character, ne? Wenn man überlegt. Ich glaube, beim dritten und vierten Teil ging es hauptsächlich auch um Animus. Protagonist im dritten Teil, dann überraschenderweise Antagonist im vierten Teil. Das war ein krasser Plot-Twist auf jeden Fall an der Stelle. Aber NRW ist ja ein Homonym, okay? NRW kannst du anders aussprechen. NRW. Und NRW, okay? Anna W. ist die Love Interest Person aus dem ersten Assassin's Creed Teil. Und somit sagt er, NRW kenne ich nur aus Assassin's Creed, aber schnell gesprochen Anna W., okay? Das heißt, dieses kleine Easter Egg hat Mois auch noch in seinem genialen Part eingebaut. Animus und Anna W., aka Anna W., kenne ich nur aus Assassin's Creed. Das ist Next Level Shit, meine Freunde, ja. War ja von den Jungs Sunny herum. Und da hat er sich mit seinem krassen Kumpel Mois zusammengetan. Das war ja auch krass, Alter, als der dann plötzlich bei dem war. Und so dieses, Digga, man weiß nie, was morgen ist. Ja, so, guck mal, ne, das... Sprachlos von Orkan ist manchmal auch lustig, Digga. Ich meine, das ist nicht seine Profession, ja. Also er ist hier nicht so, ist nicht so dran gewöhnt, vor der Kamera zu sein oder sagen wir mal, der Akteur zu sein, der dann auch mal spricht und der auch mal dann halt auch Tacheles reden muss. Krass gesagt von Orkan, ne? Also das kann man sich eigentlich auch als Arschgeweih tätowieren und kann man so stehen lassen, Leute. Also ich würde es auch krass sagen. Lass den Mann Ruhe. Nein, nichts als lieber an Orkan, Digga. Ja, bester Mann. Ohne Scheiß, Mann. Das ist ein sehr, sehr cooler Typ, Digga. Aber ich würde es krass jetzt so nicht im positiven Sinne. Also ich glaube, das war so ein... Das ist so ein Fehlschuss gewesen. Ich das gerade gemacht? Diese Zoomerei, ne?
müssen selber wissen, was die machen. Da bin ich gerade auf den Knopf gekommen, das war relativ random gerade hier. Was machen die Jungs denn hier? So. Ich muss sagen, das 1-Live-Format bisher schwankend. So, mich persönlich toucht es nicht, wenn mich jemand aus dem Rap-Game, mit dem ich cool bin, so wie zum Beispiel Sunny zu diesem Zeitpunkt, mich toucht das nicht, wenn er auf einmal so irgendwie Fronten wechselt und dann aus seinen persönlichen Beweggründen jetzt ein Mois signed, von dem bis heute kein Song rausgekommen ist, dem er ja 1 Million Vorschuss gegeben hat. So, aber lassen wir das einfach mal beiseite. Das ist was? 1 Million Vorschuss für Mois? Hochverdient. Stimmt, ja. Ja, hat er ja gesagt in dem Song. Aber lassen wir das einfach so beiseite, das ist deren untereinander, wie die. Ach so, da gab es ja die Line, gebe ich Mois eine Mio oder gebe ich jemand anders doppelt oder sowas, ne? Ich glaube, darauf beruft er sich, aber kann man nicht vorstellen, Bruder. Nee. Das Handeln und so, das ist mir scheißegal. Mich interessiert viel, viel mehr, dass du nach 2-3 Jahren so, sagen wir nach 2 genauen Jahren, so aus der Versenkung, so ein Typ wieder kommt, der ein YouTuber ist und der dann wieder ans Mikrofon geht, seinen Text geschrieben kriegt von einem San Diego und bitte mich. Mensch, hier wird aber geleakt, was das Zeug hält, ja? San Diego hat also Mois seinen Part geschrieben, okay. Halt mal das auch mal fest an der Stelle. Einfach nur nicht für blöd verkaufen und dann zu denken, das ist alles so sportlich, weil die Beweggründe dazu sind für mich nicht ersichtlich gewesen. Und ich habe darüber noch nie gesprochen und mir ist aber einmal wichtig, das einmal auszusprechen. Es gibt keine ersichtlichen Beweggründe, wenn ich cool mit dir bin. So. Hör die Jacke von Asche übrigens. Und ich dir noch zum Beispiel so zum Geburtstag gratuliere, so privat. Also der Modeexperte Marvin Texas approved das Outfit. Der eins hier, ne? Und da kommt nichts mehr zurück. Und dann höre ich so ein paar Wochen später, dass ein Song kommt, wo du mit jemandem, der versucht hat, mein Leben, oder nicht die Karriere, nicht mein Rap-Label, dies, das, mein Leben zu vernichten, ruinieren. Da kannte ich dich ja noch nicht persönlich. Das war ja quasi Mega-Leak, sagen sie hier. Hä? Na, vielleicht hat Mois das auch selber geschrieben, den Part, wer weiß, ne? Aber das war auch damals schon klar, dass der Part nicht von Mois geschrieben wurde. Okay, produced by 430, dir vielleicht, aber mir persönlich war das nicht klar. Ich habe gedacht, der hat das selber da, die Bars geschmettert. Bevor wir uns kennengelernt haben, und da kann ich auf jeden Fall sagen, als Außenstehender, der dich nicht kannte, ich fand das schon sehr, sehr krass, dass dann plötzlich so auch Ausweise geleakt worden sind mit Adressen und was weiß ich. War ja nicht mein echter Ausweis. Ich meine, wer weiß, ob das stimmt, ob die Daten, ich hoffe, irgendjemand geht einfach zu dir nach Hause, deine Eltern sind da oder so. Das ist schon... Ja, war auch schon so auf diesem Level. Also es war wirklich auf einem harten, krassen Level so. Aber das ist so, guck mal, ich setze das... Sehr gut mit Asche, nicht wahr? Ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall Kontakt mit Asche. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wir sind auf jeden Fall in Kontakt. Ich pack das so in die Vergangenheit und sag, das Thema ist durch. Ich habe seinen Kollegen, Maestro, mit dem bin ich heute... Harin, so, wir haben alles geklärt. Maestro, bester Mann. Aber der hat ihn damals vorgeschickt, dass der mich auch noch beleidigt und er hat auch nichts damit zu tun gehabt. Jeder von denen hat seine Packung bekommen von mir, so auf Rap-Ebene und ich bin sanft geblieben, Bro. Ich habe wirklich so eine Fülle gehabt an der Truhe, so die Büchse der Pandora, so, und ich habe die noch nicht mal aufgemacht. Weil wenn ich die aufgemacht hätte, dann wäre es so dreckig geworden, dass der eine und der andere und dann der dritte auf einmal gesagt hätten, wie Lemminge, wären die ineinander gelaufen und wären dann explodiert, so. Asche hat mit dem History-Track hat er den Keller gesprengt, Digga. Ist einfach so. Ja, das war so der Anfang vom Ende, Digga. Und das ist wirklich ein krasser Beef gewesen, wo ich auch nie müde werde, Asche dafür echt Props zu geben. Weil Mois und seine Keller GmbH damals eine unglaublich aktive und zahlenstarke Community hatten. Und Asche war dann so sozusagen gegen die halt so die Ein-Mann-Armee. Musste sich behaupten halt, ne? Hat abgeliefert, Digga. Dann habe ich das alles so menschlich wie möglich gehalten. So. Aber dann so nach 2 Jahren wiederzukommen und dann so mich zu dissen auf dem Spielfeld, wo er nichts verloren hat. Verloren hat. Rap ist mein Spielfeld. War schon damals. Er ist ein YouTuber, ich bin ein Rapper. Er ist ein TikToker, ich bin ein Rapper. Ich crosse diese Leute nicht. Ich gehe auch nicht und beleidige TikToker. Weil der TikToker geht dann auf TikTok live und beleidigt mich und ich mache dann einen Rap-Song. Wow, das ist wie ein Fußballer battelt sich gerade mit einem Boxer. Ja klar, jeder ist in seinem Bereich, was er macht, hat seine Fans, seine Leute und ist halt da auch stark. Ne, so. Ja, aber wie gesagt, das dann ihn so zu signen, ich sag das jetzt einfach mal so in Anführungsstrichen, war schon... Ich finde das aber geil, dass hier immer Tacheles geredet wird über den
Beef mit BBM, wie es ja hier auch genannt wird. Denn logischerweise, ich habe ja, sagen wir mal, den Einblick ein bisschen in die Hintergründe, ja, hinter die Kulissen. Und es gibt einige Sachen, wenn ihr mich dann so fragt, ja, sag mal so und so, ist das eigentlich so und so? Da muss ich innerlich immer ein bisschen schmunzeln, will aber auch nicht zu viel verraten an der Stelle. Und jetzt können wir zum Beispiel über dieses Thema wahrscheinlich auch ein bisschen transparenter reden endlich hier. Schon so ein bisschen in mein Gesicht, so, ne? Aber war eigentlich vorherzusehen, dass das so ablaufen wird, wie es jetzt ist? Und damit meine ich halt, dass eigentlich nichts Großartiges passieren wird danach. Naja, natürlich. Ey, aber Bruder, wenn du... Sorry. Also wirklich als Außenstehender, ich wusste schon, was soll denn jetzt da... Ja. Ist halt für den Moment so erstmal interessant, aber es ist halt... Es ist vielleicht für den Moment, ja, natürlich ist es für den Moment interessant und man kann das so als Move bezeichnen. Das ist so, als ob jemand, keine Ahnung, nicht genug Geld verdient, sich ein Lambo irgendwie liest und man weiß einfach, ey, das wird nicht lange gut gehen. Warum machst du das? Da wird doch eh nichts bei rumkommen. Bro, guck mal, wenn du jemanden signst, der einfach nichts mit Musik zu tun hat, dann ist es wie, und bitte nicht falsch verstehen jetzt, aber wenn ich kann 10 Jahre lang einen Blinden versuchen zu erklären, wie die Welt aussieht. Er kann sich das in seiner Fantasie, wird er sich das irgendwie... Also ich bin der Meinung, dass San Diego schon daran geglaubt hat, dass das dope ist, was dort halt auf dem Track fabriziert wurde. Ne? Und das ist ja, ja gut, vielleicht im Endeffekt ist es auch Geschmackssache, ist es ja immer irgendwo, ja, jegliche Art von Kunst ist auch Geschmackssache. Es gibt Leute, die stehen vor einem, was weiß ich, so ein großes Viereck von einer Leinwand, das sieht aus, als ob so 3 Farbcontainer dagegen geschmissen wurden. Und die interpretieren da Gott was weiß ich rein, ja. Und ich sehe das und denke mir einfach nur, ja gut, da ist einer irgendwie über das Bild gestolpert, das lag auf dem Boden gerade. Und das ist bei rausgekommen. Ist alles Geschmackssache, aber ja. Ich glaube halt, den Geschmack hat dieser Song, vor allen Dingen der Mois-Part, halt nur bei wenigen getroffen. Verstehst du, wir können uns nicht vorstellen, wie es ist für einen Blinden. Ein heftiges Schicksal. Aber von Anfang an blind, meinst du jetzt? Genau. Cole ist wahrscheinlich deswegen auch nicht mehr gut mit Sunny, oder das weiß ich nicht. Das verstehen, was ich ihm versuche zu erklären. Mhm. Und so ist es, wenn du jetzt einen Kollegen in dein Label holst und dem versuchst zu erklären, was Musik ist. So. Und deswegen habe ich dazu nichts mehr zu sagen. Ich habe auch persönlich mit diesem Typen einfach komplett abgeschlossen. So. Der ist mir egal. Ja. Wie gesagt, was San Diego betrifft, diesen Move, unterste Schublade, so, der ist auch für mich nicht mehr existent. So. Ob es menschlich ist, privat. Harte Aussage hier. Also ich hoffe mal, dass hier auf jeden Fall auch die News Portale hier drüber berichten werden, weil das sind schon brisante Aussagen hier, ne? Die so in so einem eigentlich relativ unscheinbar wirkenden Video hier am Ende noch fallen, ne? Crazy. Sowieso gar nicht mehr. Und musikalisch kacke ich auch auf den. So. Mhm. Und da kann er... Aber wie gesagt, ich finde das gut, wenn sich Leute positionieren. Dieses Wischiwaschi mag ich überhaupt nicht. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr gut mit San Diego. Ich bin sehr, sehr gut mit Asche. Auch Juri mag ich, ja, mit dem ich auch danach, nachdem das passiert ist, hier einige Male drüber geredet habe, über diese ganze Nummer. Aber unabhängig davon, wo meine Antipathien und Sympathien liegen, mag ich das immer, wenn Leute sich positionieren und wenn Leute auch sagen, ey, dich finde ich cool, aber dich finde ich scheiße. Dich mag ich nicht. Dich finde ich kacke. Gut ist. Man muss nicht jeden mögen und auch nicht jeder muss einen mögen. Okay? Aber so dieses Gutsein mit allen, das ist fake. Das ist fake, Leute. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Es gab auch mal so eine Zeit, Deutschrap, wann war das? 2020, 2021, so die Drehe, wo jeder mit jedem so alibimäßig cool war. Wo dann auch alle mal sich schön gegenseitig eingelutscht haben mit Stories posten, Songs posten und so weiter. Ja, so, oh ja, ich teile deinen Song, teilst du mal meinen und so weiter. Nee, es ist halt einfach nicht real. Ja, wenn man sich mit jemandem gut versteht und das nach außen trägt, ist das ja super, ist was Schönes. Macht's doch nicht fake, Leute, ja. Solange etwas aufrichtig ist, ist es nice, ja. Sagen, dass... Also jeder soll sein... Bushido ist auch nicht mehr gut mit BBM, oder? Das weiß ich nicht. Weg gehen, jeder macht sein Ding. Bro, guck mal, weißt du, jeder macht sein Ding. Ich kack auf den und das sage ich jetzt öffentlich, weil der kann so krass und seine VBT oder was weiß ich, seine Kostüme schlüpfen, wie er will. So, für mich ist er... Oh, Junge, ja?
Die Eins ist auf jeden Fall angriffslustig hier. Spicy, knusprig. Nicht nur wegen dieser Sache, sondern auch vielen, vielen, vielen anderen Dingen. Mhm. Ne? Einfach nur menschlich gesehen Müll. Mhm. So. Und das ist meine Meinung und dabei werde ich auch bleiben. Und ich werde auch nicht zurückweichen, ich werde auch nicht vor- oder zurückgehen. Ich bleibe auf dieser Meinung stehen. Und früher oder später, ich sage das immer so, die Zeit. Ich fände es cooler, wenn die beiden Mic hätten. Hab so das Gefühl, man hört Orkan viel, viel besser als Asche. Und irgendwie, irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Ist irgendwie so ein bisschen verschwommen. Ansonsten, aber sehr interessanter Talk gerade. Zeigt immer alles so. Ich muss nicht rausgehen und grundlos jetzt ihn zu Tode beleidigen oder wen auch immer zu Tode beleidigen, damit eine Reaktion kommt. Ich habe meine Methoden so und das ist Musik. Und wenn ich es für richtig halte, da was zu sagen, dann werde ich da was sagen. Und okay, also könnte es sein, dass in Zukunft Disses gegen BBM kommen? Habe ich es richtig verstanden? Ich weiß auch, was so im Hintergrund geraten, so Dinge an mich dann. Der war schon sass. Ja, Frank, was sind das für Leute hier? Mit denen du hier ankommst, Frank. Das sind meine Leute, denkt er sich hier, der Frank. Aber Frank, du musst auch deine Leute hier ein bisschen in Schach halten. War überhaupt hier Sub? Das ist auch eine gute Frage, Frank. Ausländer ist er. Willst du jetzt etwa sagen, dass ich ihn wegen seiner Nationalität gebannt habe? Willst du mir jetzt hier den rechten Stempel aufdrücken wie Roos? Naja, weiß ich Bescheid. So ein bisschen erzählt, dass angeblich ich hätte bei Universal angerufen und verhindert, dass der Mois gesigned wird. Angeblich ich. Was? Dann werde ich noch was sagen. Und ich weiß auch, was so im Hintergrund geraten, so Dinge an mich, dann wird so ein bisschen erzählt, dass angeblich ich hätte bei Universal angerufen und verhindert, dass der Mois gesigned wird. So. Bro. Erstens war es umgekehrt. Ich wurde kontaktiert so und ich habe Zeugen dafür. Da saßen Leute neben mir und ich bin ans Telefon gegangen. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, ob ihr den signed oder nicht. Der Typ ist mir scheißegal. Das heißt, Universal ist auf dich zugegangen. Ja. Es gab da quasi ein Gespräch, aber nach außen kommuniziert, ja, als ob du dahin gegangen bist. Genau. Das heißt, einseitig wieder wurde erzählt. Aber ist das mir egal. Und selbst wenn ich gesagt hätte, ey, guck mal, wenn ihr den signed, gehe ich raus, weil guck mal bitte, was da gegenübersteht. Ja. So, was der gemacht hat. So, für heutige Verhältnisse wird man so eine Person wegcanceln, Bruder. Mhm. Was für ein Spaß, die einfach. Aber wie gesagt, lass ihm das alles mal so durchgehen. So, weißt du, lass ihn einfach mal so zur Seite, weil es gibt halt Menschen, die. Ja, der hat damals über Asche schon sehr, sehr unangenehme Witze gemacht, sich hier so Goldlöckchen an die Seite gehangen, in seinen Streams und so weiter. Also schon so Witze so auf von wegen, ha, guck mal, der ist Jude, da machen wir uns mal lustig drüber. Das ist sehr unangenehm. Die nimmst du halt nicht ernst, so auf eine gewisse Art und Weise. Er hat seine Packung gekriegt. Der andere Kollege, der ist nicht nachvollziehbar für mich. Aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen geht und wenn man so ein bisschen durchblickt, dann siehst du einen Werdegang von den Menschen. So. Mhm. Und dann merkst du, dass diese Menschen immer wieder da, wo die sind, Fitner machen, Leute auseinanderbringen, Sachen versuchen zu zerstören und denken, mit diesem kurzen Erfolg der Zerstörung, wenn sie was kaputt gemacht haben, so gehässig, gehen die dann mit einem Sack voll Gold weg. Mhm. So. Aber das. Ja, Sunny ist schon. Er ist schon giftig, Digga. Der ist schon sehr, sehr giftig. Und ich weiß es auch nicht, ja, was hier so im Detail im Argen liegt und so weiter, aber der ist schon. Der findet Beef auch schon geil. Ja? Also San Diego, das ist auf jeden Fall jemand, der sich gerne beeft, der liebt das, der geht darin auf. Ja. Es hat immer die Frage, ja, mit wem man es macht und wie dann halt auch das Echo ist. So einfach ist es. Das, was sie hinterlassen, ist nicht irgendwie eine Art von Sieg oder sowas, sondern das ist nur negatives und schlechtes Karma, Bruder. Weißt du so? Und auf lange Sicht, lass die Zeit arbeiten. Geht es noch um BBM oder geht es hier gerade um Roos? Ich wollte das einmal nur thematisiert haben. Du hast auf jeden Fall aber gut die Kurve bekommen gehabt danach. Ja, Bro. Weil guck mal, Sah sehr, sehr aussichtslos aus. So. Ich habe immer an mich geglaubt. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, sage ich von mir selber aus, der intentionally niemanden schaden will.
So. Mhm. Wenn ich mit dir ein Beef oder wenn es sportlich ist oder wie auch immer so, oder wenn mich jemand angeht, dann gebe ich zurück so. Das heißt, ich kenne das nur so, jemand schlägt mich, ich schlage härter zurück. So. Weil warum soll ich mich zweimal schlagen lassen? Mhm. Der schlägt doch schon, dann kannst du... Es war ja auch, man muss es ja betonen, es war ja nur eine kleine Ecke, die dich angegriffen hat. Es war ja nicht so, dass es angefangen hat, dass dein gesamtes Umfeld gegen dich war. Ja. Ja, ja. Ja, das ist ja, wenn etwas normalerweise anfängt und jemand wirklich ein Drecksmensch ist, ja, oder wirklich Dreck am Stecken hat... Und das kommt raus, und dann distanziert sich alle Leute von ihm, ja. Dann fängt das an, dass die anderen auch anfangen. Und das hat man ja bei dir gar nicht gesehen gehabt. Ja. Das heißt, das war bei dir eigentlich nur ein Funken, der dann... Ja, aber wie gesagt, Mois war damals so stark reichweitentechnisch, als dieses Video rauskam, dass, keine Ahnung, es hat, glaube ich, in kürzester Zeit 1 Million Klicks gemacht, Digga. Endeffekt. So ein Feuerball wurde und dann kam der Rieseneisball. Genau. Du bist ja immer noch mit den Leuten von früher. Immer. Habe ich ja gesehen gehabt beim Videodreh von Jahrhunderttalent. Da habe ich das erste Mal so richtig kennengelernt gehabt. Da standen plötzlich in Berlin, Alter, keine Ahnung, 50 Tschetschenen, Alter. Ich dachte mir, Alter, mit wem drehe ich gerade so? Ja. Nicht so krass, Alter, was ist da los? Ja, aber war cool. Ich finde auch, wie gesagt, der ganze Werdegang von uns cool. Die sind von ganz Europa gekommen, die Tschetschenen, ne? Ja. Das fand ich krass. Aus Dänemark und so, das war krass. Ja. War wirklich, das war auch, auf der einen Seite war es eine sehr stressige, ekelhafte Zeit, auf der anderen Seite war es auch irgendwie eine coole Zeit. Und aber es ist wichtig in so Momenten, dass Leute dich dann supporten. Das habe ich gesehen gehabt. Es ist wichtig, dass Leute dich supporten, aber es ist auch wichtig, dass in diesen Momenten du an dich selber glaubst. Ja. Aber es kommt in jeder Karriere. Jeder wird in seiner Karriere, und da ist keiner von ausgelassen, irgendwann einen Punkt haben, wo der angenockt wird. So. Mhm. Ob du runtergehst und so weiter und wie auch immer, so Tyson Fury gegen Wilder, der Boxkampf. Fury lag auf dem Boden, das erste Mal. Bruder, aber er ist wieder... Glaubt ihr, Orkan Shea weiß, wer Deontay Wilder ist? Glaube nicht. Da aufgestanden und hat weitergemacht und hat, das gab noch einen Unentschieden und die nächsten Kämpfe hat er gewonnen. Wichtig ist, dass man mental vorbereitet ist. Ja, voll. Wichtig ist nicht, dass du gewinnst, sondern dass du aufstehst. Richtig. Das ist viel krasser. Und das war immer meine Mentalität. Ja. Weil ich weiß, was, wenn du was rausschießt, es kommt was zurück. Du musst bereit sein auf das, was zurückkommt. Und das sind viele halt nicht. Die denken, das ist ja ein Sprichwort, nach der Schwernis kommt die Erleichterung. Das trifft zu so vielen Punkten im Leben. Meine Güte, ja, das ist ja wirklich hier Shisha-Bar-Tag vom Feinsten hier, ja. Wie Löwen sprechen hier die Jungs, Maschallah. Mal einfach zu. Und nie vergessen, dass es Konsequenzen gibt. Alles, was du ins Universum raussprichst, das... Wann kommt endlich der Orkan Shea Podcast? Ich brauche ihn jetzt. Komm zurück. Und je nachdem, wie deine Intention ist, manchmal haufen sich Dinge und dann gibt es einen riesen Bumerang, so, weißt du? Ja. Ich sag das so als Beispiel, wenn du immer rumgehst und zum Beispiel du siehst kleine Frösche und trittst im Froschblatt einfach so, ja, weißt du so, dann denkst du dir, was... Ja, Ballock, genau, wenn ich rausgeschmissen werde. Orkan Shea wird dann mein Nachfolger. Im nächsten Bushido-Podcast dann. Das ist ja nur ein Frosch. Und dann machst du das 1, 2, 3, 4, 5 Mal und irgendwann, nach vielleicht einem Jahr, läufst du einfach und brichst dir dein Bein. Und dann denkst du dir, wieso, ich habe doch niemandem was getan. Mhm. Dicker, du hast Leben genommen. So. Mhm. Ein Tier ist ein Lebewesen. Ohne Grund. Ist so, das kommt echt alles zurück. Ich finde das echt heftig so. Das ist auch eine geile Idee. Undro und Orkan zusammen in einem Podcast. Da geht's dann nur um Videografie und Fotografie. Nice. Wenn man einfach eklig durch die Welt rennt, dann kriegt man das irgendwie immer zurück. Und Gegenteil auch einfach positiv. Ja. Das ist einfach die Energie. Deswegen einfach, manchmal ist es auch gut, so einfach locker zu lassen. Ja. Sich zurückzulehnen und zu sagen, guck mal, wenn der das mit mir gemacht hat, und ich bin niemand, dem man weiß, dass man mit das leicht ist, mit mir zu machen. So. Ich bin nicht jemand, der dann so sagt, so, ja, okay. Im Endeffekt müsste sich das ja wieder wiederholen. Ne? Ja. Also, was er bei dir gemacht hat, ist ja anscheinend ein Charakterzug. Richtig. Ne? Danke. Und ob das hat ja im Endeffekt nichts mit dir zu tun, sondern eigentlich mit ihm, ist die Frage, wann und wer es als nächstes ist. Das hat sich ja dann wiederholt. Mhm. Und das ist dann rausgekommen irgendwann und dann auf einmal haben sich alle gegen ihn gewendet. So. Mhm. Das heißt, manchmal ist es. Also, war das ein Majestät? Ich hab das nicht so. Genau. Genau das. Ja, genau. Als Beispiel. Das habe ich nicht ganz so krass verfolgt gehabt. Er war sein bester Freund damals. Mhm. Du warst ja auch sehr gut mit Mois, ne? Naja, sehr gut. Also du hast auf jeden Fall... Ja, also als er nach Deutschland gekommen ist, damals zu Beginn war ich viel mit ihm unterwegs. Ich habe auch versucht, ihm zu helfen, wo ich konnte und habe ihn auch immer wieder Hilfe angeboten. Aber du hast doch noch nie, ich habe noch nie was über dich gehört, dass du irgendjemanden gefickt hast. Geil. Orkan, Alter, ich küsse doch sein Herz, ja. Geil. Und dann auch noch hier der schöne Alert hier von Kevmaster. Junge!
Also Orkan, den kenne ich stundenlang zuhören, ne? Man sitzt wirklich wie gefesselt hier am Schreibtisch. Mal zurück, ja, das ist nice. Ich habe noch nie was über dich gehört, dass du irgendjemanden gefickt hast. Ja, warum soll ich auch? Legende, Alter. Ich habe noch nie was über dich gehört, dass du irgendjemanden gefickt hast. Mhm. Hab ich auch noch nie. Ja, warum soll ich auch? Wenn das ein Charakterzug wäre von dir, dann wäre er noch mehr. Ja, das ist nämlich das Ding. Das ist ein Charakterzug, ob du Leute fickst oder nicht. Ein richtiger Ficker, das ist halt ein Charakterzug. Entweder du bist ein Ficker oder du bist eine Virgin. So einfach ist es. Ja, Menschen. Ach so, ja, von dir. Asche hat sich halt auch genau wie ich für das mönchartige Leben entschieden. Ich finde das sehr, sehr gut. Naja, Bruder, du kannst nicht nach Deutschland kommen und vor allem nach NRW. Das ist, NRW und Berlin sind sich in vieler Sache sehr ähnlich. Jeder kennt hier jeden. Ja. Und du kannst nicht aus dem Ausland kommen und nach Berlin kommen, auf einmal du ziehst nach Berlin, auf einmal fängst du in Berlin an Fitner zu machen und versuchst irgendwelche Leute schlecht zu geben. Mhm. Da werden alle kommen und sagen, ey, weißt du was, du hast 24 Stunden, verpiss dich, pack deine Sachen, verpiss dich aus. Ja, ja, ganz andere Filme. Wo kommt der eigentlich schon mal? Österreich. Österreich, wo denn da, weißt du? Ja, keine Ahnung. Ja, ist halt ein bisschen anderer Film da, ne? Ja. Da kannst du so ein paar Sachen machen so und dann... Ja, aber Bro, das Ding ist jetzt, wenn ich nach Österreich gehen würde, nach Wien zum Beispiel, und baue mich dort mit Videos auf, dann ja, sollen sagen doch alle, ja, sollen wir machen, sollen er seine Videos machen. Aber wenn ich dann anfange, Leute anzugehen aus Wien und über die schlecht rede, werden die früher oder später kommen und werden sagen, ey, guck mal, du hast hier eine Stunde Zeit, du steigst jetzt in dein Auto, du bist nicht, oder du bleibst hier aber nicht mehr stehen. So, weißt du? Ist ja normal. Aber da gehört ein bisschen Größenwahn zu, da gehört ein bisschen, weiß ich nicht, Substanzen dazu, was auch immer. Ist ja, der kommt aus Österreich, ja. Also ist dann von da nach Deutschland, genau. Im Endeffekt jetzt auch egal. Das, was ich dazu zu sagen habe, habe ich jetzt gesagt und ja, alles andere gucken wir, was kommt. Bruder, war ein nicer Talk. Unsere Zeit ist um, wir haben Jetlag, müssen schlafen. Ah, okay, jetzt wissen wir, was Sache ist. Hier nochmal kurz die Timeline hier erklärt, meine Freunde. Sie haben Jetlag, das heißt, sie sind zurück aus Japan und haben das Ganze hier ganz frisch für uns aufgenommen. Ja, war nice eigentlich, ne? Also, wie gesagt, gönnt euch gerne mal den ganzen Talk. Hier geht's noch um GTA 6 und Japan. Da waren die Bratans ja am Start und haben da ein paar Videos gedreht. Hier auf jeden Fall mal der Link zur ganzen Showse. Geht da gerne rein, lasst ein Abo da bei der Nummer 1 hier an der Stelle.